Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-o! Bye-o! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Ja, beim letzten Mal hatten wir den finalen Kampf, so gesehen. Aber wir haben hier noch ein bisschen Aftergame-Content, so gesehen, noch zu erledigen. Und er hier wollte uns allererst was erzählen. König Dedede hat eine Blaupause. Wir haben noch ein paar Dinge einzusammeln. Also diese komischen Kapseln. Wir haben Musikwünsche. ...51 Lieder gab's. Ah, und dann kann man die Musik von der Stadt so einstellen. So, da oben ist DDD, mit denen reden wir gleich. So, Tazandra. Noch ein rätselhafter Wirbel. Und bin drin. Ich wollte nicht mal rein. Wir können der Sache auf den Grund gehen, aber ich würde erstmal die Stadt fertig erkunden. Da gehen wir gleich rein. Also wir haben tatsächlich nur ein paar Welten vor uns und dann haben wir das finale Ende. Das einzig wahre Ende. Aber wir machen heute erstmal das, was es hier in der Stadt gibt. Na, König Dedede? Eine Blaupause von König Dedede höchstpersönlich. Maskenhammer! Es geht nochmal eine Stufe höher. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Um Gottes Willen. Okay, für dieses Ultimativ-Turnier kriegt man auf jeden Fall eine Trophäe. Beziehungsweise einen Teil zum Drauftun. Oh, da oben ist Meta Knight. Wie komme ich zu Meta Knight hoch? Willst du dir hoch, Meta? Meta Knight ignoriert mich einfach. Was willst du denn noch weiter, Ephilin? Thank you, Meta Knight. Oh, ein Geschenkcode. Warte, den geben wir sofort ein. So, wir haben ein Geschenk vor unserem Haus. Mal gucken, was drin ist. Oh, 3 Sterne. Geil, Obatico. So, bin gespannt, wie sehr ich hier jetzt noch weiter aufwerten kann. D
der Hammer kann einfach nochmal aufgewertet werden. Ach, da kann man dann die Angriffskraft nur stärken. Oder geht das nur einmal oder bis ins Unendliche? Probier's mit meiner Lieblingspower mal aus. So, dann werte das mal auf. Plus 1. Wahrscheinlich bis plus 9. Haben wir aber erstmal den da. Den Maskenhammer, unseren neuen Hammer. Das ist die Fähigkeit, mit der wir... also der... die Maske doch vom letzten Dididi. Okay, mega krass. Wie stark ist das denn im Vergleich zum Vorgänger? Das ist genauso stark, aber hat viel mehr Power, also an Tempo. Und zusätzlich könnte ich das nochmal aufwerten. Eine Kraft, die auf jeden Fall aufgewertet werden müsste. Natürlich kostet das irre viel. Na gut, gehen wir direkt mit diesem Hammer ins Gefecht, ne? Und damit meine ich das Gefecht hier oben. Wie gesagt, die Welt, die gibt's beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal das hier. Was schon anstrengend genug wird. Vor allen Dingen, wenn ich schon sehe, dass man den letzten Boss da auch nochmal bekämpfen muss. Das wird heftig. Okay, als erstes König Dedede. 12 Bosse! Okay. Das wird ein langes Video. Kann die Idee nix. Okay, der DDD war schnell tot. Richtig gefährlich ist ja nur der letzte Boss eigentlich. Der war heftig. Nee, lass mal. Ich will den endlich mal aufgeladen kriegen. Okay, Meta Knight ist easy. Bisher. Einfach da hinstellen, wo es nicht runterkracht. Und tschüss. Der Maskenhammer ist geil. Okay, als nächstes der Kirby-Fan. Gürteltor. Der sollte eigentlich auch richtig easy mit dem Hammer sein. Aufladen. Gürteltor ist auch schon fast tot.
Ja. Kann man aufladen. Und tschüss. Alter, ist dieser Maskenhammer geil. Okay, als nächstes Mini-Bosse. Danach sollte ich mal heilen. Alter. Mit einem Treffer einfach fast tot. Nee, lass mal, ich will den nicht. Oh, meine Hammer können verbrennen. Und tschüss. Dieser Maskenhammer, der ist ja mega krass. Oh, noch ein Wutz. Na gut, der ist auch easy. Der ist mega easy. So, darauf habe ich gewartet. Und tschüss. Okay, die Hälfte innerhalb von 3 Minuten schon down. Tatsana, jetzt heile ich mich. Dieser Hammer einfach ist. Und tschüss. Einfach 20 Sekunden für einen Boss. Das ist schon krass. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte den Angriffsbooster drauf. Ich würde die wahrscheinlich one-hitten. Nur die letzten Bosse nicht. Ja, KK, du ruhig rum. Tschüss. Ich habe mir das schwerer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, wieder Mini-Bosse. Und vor allen Dingen die einfachen. Also die Ultimativ-Challenge, die ist ja ein Witz. Mit dem Angriff umgebracht. Tschüss. Pam. Hab eine neue Lieblingswaffe. Alter, wenn der jetzt auch noch damit Insta-Finish ist. Oder hat er hier jetzt auch 2 Phasen? Der hat hier auch 2 Phasen einfach. Die einfach so hart gefinisht. Okay, jetzt kommen die 3 Heftigen. Der Löwe, der war auf jeden Fall mächtig mit seinen Laserangriffen. Ich wollte gerade sagen, lad doch endlich die Angriffe auf. Oh,
Die Schockwelle hat er ja letztes Mal gar nicht eingesetzt. Na gut, er war auch sehr schnell. Half-Life. Nee, den Hammer brauche ich noch. Das ist der Löwe, den ich meine, der heftig war. Ja, der hatte was auf dem Kasten. Jetzt ob. So, tschüss. Ins Gesicht. So, jetzt kommt der Boss, auf den ich überhaupt keine Lust habe. Nämlich der Endboss. Die Version meine ich nicht. Die Version meine ich. Oh, ich krieg die beste Fähigkeit, die ich gerade gebrauchen kann. Den Kugelblitz. Ich mache ihn ein zweites Mal fertig. So, so viel reinhauen wie möglich. Jetzt habe ich den Stern gegessen. Konzentration. Frisch. Warum ist er beim zweiten Mal so viel einfacher als beim ersten Mal? Hilfe, 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 Hilfe. Den da. Nein, nein. Natürlich hat er sich geheilt. Ja, ich glaube, der Hammer wäre eine bessere Idee gewesen hier. Hier sind gerade richtig viele.
Achtung! Okay, weg damit. Der hat nur noch so wenig Leben. Fritz! Boss Rush geschafft! Da habe ich auch ein wunderschönes Thumbnail. Nee. 1500 Sternmünzen, ja! Ein Stern! Und eine besondere Sammelfigur natürlich. Der ultimative Boss einfach. Ansonsten ist da nichts mehr, ne? Nee. Ja, gut, Leute, ne? Ich würde gerne mal gucken. Sammlung Serie 4, ist das viel? Nee, nur 43. Aber das sind alle spezielle Figuren. Und dafür muss ich höchstwahrscheinlich erstmal die After-Story durchspielen. Also bringt es mir nichts, an den Automaten sofort zu gehen. Na gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.